Moin Moin, da sind wir wieder. Jo, in der letzten Folge haben wir ganz viel darum gekämpft, dass ein Rizzo, der wichtig für die Geschichte zu sein scheint, aus dem Knast befreit werden muss. Und das haben wir in der letzten Folge auch tatsächlich noch geschafft. Und jetzt sind wir gerade dabei, oder ich auf jeden Fall, hier zum Sterben. Weil die Gegner doch ein bisschen kräftiger sind, wenn man drei Gegner gegen sich hat. Also die Warnung so von wegen, die wir in der letzten Folge gehabt haben, dass das ein bisschen tollkühn ist, was wir hier vorgehabt haben, könnte sich als Basis herausstellen. Obwohl, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was wir schon mal gezeigt haben. Und zwar, dass wir einfach mal hier reingelaufen sind und alles umzubringen. Also ich glaube, solange wenn man mit Hälfte Leben noch rumläuft, ist alles gut. Ja, aber ich habe mich gerade schon so weit verbrennt, so dieses, ich sag mal, dieses unterlaufende Flackern da kam. Also. Dann ist das schon ein bisschen sehr knapp an. Boah, man könnte vielleicht mal wieder Heilung gebrauchen. Ich glaube, das haben sie auch entschärft, dass man jetzt schneller heilen kann. Weiß ich nicht. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Ramiro! Rizzos Rettung war die Hauptquest. Rizzo ist vorbeigekommen. Du hast ihn also endlich gefunden. Er ist ein äußerst fähiger Spion. Entschuldigung. Doch, fähiger Spion. Ich habe die Punkte nicht gelesen, die sind zu klein. Kein Geheimnis ist vor ihm sicher. Ja, was klicke ich denn jetzt? Na, F für fertig, okay. Ich habe E und Leertaste gedrückt. Hervorragend. Ritz hat seine Mission mit Bravour abgeschlossen, während er in der Gefangenschaft war. Er kann Handschriften kopieren wie kein zweiter. Ein Blick genügt und er kennt die Schrift in- und auswendig. Er hat sein Talent genutzt, um ein paar Befehle für mich zu fälschen, bevor er ins Lager zurückgekehrt ist. Wenn du Uris Befehle aus dem Gefängnis benutzt, wird das für Verwirrung unter unseren Feinden sorgen. Aua. Wenn sie sich gegenseitig misstrauen, diese Mission ist äußerst riskant und erfordert ein hohes Maß an Entschlossenheit. Kein anderer außer dir kommt dafür in Frage. Wenn alles erledigt ist, melde dich bei Kommandant Palmer. Hey, jetzt geht's wieder zurück zu Palmer. Ja, alles, was ich gekriegt habe, war irgendwie schlecht. Ja, und da soll ich noch ein paar Sachen töten. Ja. Dann geht's jetzt wieder zurück in die Festung oder so? Ne, Moment. Benutze die bei einem Ausbilder. Alles klar, dann muss ich jetzt also mit dem da reden. Und dann dieses Ding benutzen. Ey. Jo. Töte Blutsucht. Ja genau, töte den. Oh, davon sogar zwei töten. Irgendwie wäre das nicht so richtig bei mir. Was wäre nicht so richtig? Den Hauptplan. Achso, hast du schon. Okay, danke. Bitte? Ich hab die Quest gerade nicht verstanden. Du musstest bei einem Blutwach-Ausbilder diese Papierrollen-Dings hin, um denen zu sagen, hier, ihr habt einen anderen Befehl, ihr Trottel. Und wenn du das dann gemacht hast, hat er gesagt, alles klar, wir haben hier irgendwo einen Verräter, töte die anderen da, die Blut. Top-Trainer oder so. Schön, Levina ist einfach nur hergekommen, um zu sagen, hier hast du eine Hauptquest, das ist wichtig, die haben Probleme. Das hat sie aber auch von vornherein ja angedeutet. Achso, meine Regeneration ist übrigens plus 9 Leben in der Sekunde.
dass irgendwie so eine ja, Pseudo-Hauptquest ist, auch. Weil die sich normalerweise nicht in die Belange der Politik einmischen oder irgendwie sowas. Ach, ich hätte nie auch verkaufen können. Jo, kann man noch Palmer. Boris Befehl. Stehen unsere Feinde schon am Zwist miteinander? Ritze erfüllt wie immer alle Erwartungen. Die gebührt natürlich ebenfalls Dank für die Ausführung des Plans. Das müsste sie ganz schön verwirrt haben. Das ist unsere Gelegenheit. So langsam sieht die ganze Sache vielversprechend aus. Töte Blutarmee-Mitglieder. Wenn wir die Wachen jetzt übermannen können, können die Reservisten keine Verstärkung schicken. Das ist die perfekte Gelegenheit. Dürfen wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Schalte die Blutritter am Gefängnispfosten aus, während du sie angreifst. Befreien wir unsere verbliebenen Verbündeten aus dem Gefängnis. Triff dich nördlich am Gefängnispfosten mit Stivan. Wir tüfteln einen Plan aus und infiltrieren das Gefängnis. Wir rechnen uns gute Chancen aus. Und Kommandant des Abwehrtrupps. Ohne ihren Kommandanten verfallen sie zu einem wilden Haufen. Das oberste Gebot der Kronritter ist Gehorsam und Disziplin. Sie stellen nicht das Leben über alles, so wie wir. Sie stellen nicht das Leben über alles, so wie wir. Schalte den feindlichen Anführer, Elitekrieger Wolf aus und melde dich bei Stivan nördlich am Gefängnispfosten. Vom Gefängnispfosten. Stivan wartet schon sehnsüchtig auf deinen Bericht. Jo. Also würde ich sagen, töten wir erstmal die ganzen Speerkrieger, Wachen und Leiter, um dann sowieso schon Stivan nochmal Bericht erstellen zu können. Erstmal alles. Ja, Blutschutzspeer, Blutschutzkrieger, Blutschutzwache und Blutschutzleiter. Ja. Ich denke mal, einmal alles von jedem, was da so überhaupt rumläuft. Und auch nur einmal. Ja. Die erinnern mich stark an Diablo, diese Türme hier. Da gab es auch solche Türme. Akt 3, glaube ich, ne? Ja, ich glaube hier der. Da wo Asmo dann angreift. Ja, genau, es müsste Akt 3 gewesen sein. Danach ist man ja am Himmel. Danach kommt man in die Hölle. Im wahrsten Sinne. Ja, obwohl es ist ja nicht die Hölle, es ist ja nur eine Stadt. Ja, und die wurde in der Hölle verwandelt. Ja. Wobei mein Lieblingsakt tatsächlich der zweite ist. Der zweite war die Wüste, ne? Genau, da sind so viele Kultisten und die kann man so leicht umbringen. Das sind ja One-Hits. Ja. Also vom Diablo-Feeling, also von dem Rundum, was natürlich aber ein bisschen langweilig gewesen ist, so vom Spielgeschehen, ist der erste Akt mein Lieblingsakt, weil da ist das noch so ein bisschen so dieses, ja, vielleicht so dieses Nostalgie-Ding von Diablo 2 oder sowas. Ja, das stimmt, das geht auch. Da sind auch wirklich noch die Skelette, die man umbringen soll, so wie es in Diablo 2 der Fall war. Im Moment versuche ich mir so ein bisschen an eine Season. Da weiß ich nicht so genau, was ich da machen soll an der Stelle. Wahrscheinlich muss ich einfach nur genügend farmen und das dann alles einschmelzen. In so einen Würfel. Diablo 2 jetzt? Diablo 1. Diablo 1? Entschuldigung, Diablo 3. Okay, jetzt haben wir alle Diablos durch. Außer die bringen jetzt morgen noch einen vierten raus, oder? Ja, die werden wahrscheinlich bei Diablo 3 auf bezahlte DLCs gehen. Also Bezahl-Content. Ah.
Ja, ich glaube auch nicht so, dass das so. Das war schon mal im Gespräch, aber irgendwie haben sie es dann ja doch nicht gemacht. Ja, die bringen jetzt den Nekromanten so zum Bezahlen raus, dass man halt dafür bezahlt, um den nutzen zu können. Ja, war abzusehen im Endeffekt. Warum? Weil Diablo 3 keine Gewinne abwirft. Ja. Aber da fragt man sich, warum. Eigentlich so generell, glaube ich, keine Gewinne ab, weil. Dann hätten sie das auch gleich offscreen machen können. So von der Story und so her ist das ja nicht so das spannendste Spiel. Nee. Das ist eigentlich immer nur Monstermetzeln, was man da tut. Genau, und der Sieg hängt nicht von den Mengen der Kriege ab. Das weiß auch jeder, der sich mit der Schlachttaktik befasst hat. Du bist hier, wir haben eine Nachricht erhalten. Unsere Verbündeten wurden planmäßig befreit. Gute Arbeit. Hast du ihn bezwungen? Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Blutritter ausgemerzt werden. Unser Erfolg hier wird das Leben für die Widerstandskämpfer im Kampf gegen die Blutritter um einiges leichter machen. Braduin wird sehr erfreut sein über unsere Leistung. Ja, ich krieg mal nur schrotte Waffen, die man nicht wirklich braucht. Oh, das Dorf der Frauen. Das wäre es für mich. Vor kurzem hat mir Lorbeck über Schwierigkeiten im Wald der Versuchung erzählt. Die Männer in der Stadt werden von den Sukubi verführt und verschwinden einfach im Wald. Wir können keine Hilfe schicken, bis nicht die Kronritter beseitigt wurden. Hä? Achso, bis nicht die Kronritter beseitigt wurden. Bitte hilf den in Schwierigkeiten steckenden Bewohnern. Sprich mit Lorbeck für weitere Details. Nun mach dich auf den Weg. Jo. Sukubi. Hörst du dich über mich eigentlich immer noch doppelt? Sukubi! Ne, jetzt geht's. Ist ab und an mal. Aber auch nicht hoch. Voll der Stocker. Aber ist auch nicht unbedingt immer so der Fall. Hey, da ist schon Lorbeck. Sukubi sind auch so meine Lieblingsdämonen neben Vampiren. Okay. Lorbeck. Kehre um. Wir sind unkern. Gefahr liegt in der Luft. Sie können uns keine Hilfe schicken. Ich bin sicher, dass du genug Erfahrung für den Auftrag hast. Okay, das war mal Informationen, die er uns preisgegeben hat. Das ist ja der Hammer. Das war nicht mal eine Hauptquest gewesen, oder wie? Schön. Das war die Hauptquest. Wir sollten. Das abgeben. Das war die Hauptquest. Achso, und der sagt uns jetzt. Jetzt hat er nur noch Nebenquests für uns. Ja, da hätten sie ruhig einen Hauptquest-Strang machen können. Das wäre für uns besser gewesen. Ja. Gut, dann ja bitte. Auf in den Trauerwald. Grabeisenbär töten. Gibt's denn danach was Gutes? Ne. Kommen jetzt auf einmal Geister. Ich dachte, wir kommen jetzt zu dem Succubus. Ja, ich glaube, wir müssen uns hier durchkämpfen, um in das Dorf der Frauen zu kommen, wo die Succubi hin sind. Ja, das ist jetzt wieder so eine. Oh, du bist. Ich dachte schon, da wäre ein Spieler. Ich denke, das ist wieder so eine Gegend, wo man jetzt hier anfangen muss, sich durchzukämpfen. Wieder mit diesen typischen Aufträgen töte, sammle und finde und spreche oder so, keine Ahnung, um zur nächsten Ebene zu kommen, was wir jetzt eben wieder durch diese relativ langweiligen Nebendinger da angesetzt haben. Ich habe tatsächlich meine Rüstung gefunden, die besser ist als meine. Ja, hatte ich nicht. Grabgeist, Grabwächtergeist, fertig. Ne, Grabeisenbär fehlt noch. Ja, aber den gibt's vielleicht noch im nächsten Gebiet. Oh, hast recht. Ne, hast du nicht. Doch, hier gibt's noch einen. Ist doch trotzdem, hast nicht recht. Warum nicht?
Weil es dann so aussieht, als hätte ich recht. Ah, okay. Und das stellt mich dann im guten Licht dar. So, fertig. Ich hatte. Nee, nicht ganz fecht. Delia bericht. Wo auch immer der, die das ist. Und dann muss man da rum machen. Toll. Was? Pyromanten? Und eine Ruhmküste hinterher. Identifikation abgeschlossen. Kannst du mal aufhören, den Gegner reinzurennen? Ich muss. Da kann ich nicht weiterrennen. Das war unbeabsichtigt, der ist in mich reingerannt. Ah, super. Dann können wir ja auch die Folge wegbrennen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, oder was sollte das bedeuten? Genau, bis zum nächsten Mal.